Hallo, hier ist die Shelia und ich möchte kurz mal eine Einladung aussprechen zu einem Talk, das ich am Wochenende halte bei der 3P-Konferenz. Es geht um einen frischen Blick auf körperliche Gesundheit. Und du kennst das sicher. Wenn wir ein körperliches Thema haben, was uns aus der Balance bringen hinsichtlich unserer Gesundheit, tauchen oft Fragen auf, es tauchen Unsicherheiten auf. Woher kommt dieser Schmerz? Ist da was Tieferes dahinter, worüber ich mir Sorgen machen soll? Oder wenn du durch eine gesundheitliche Situation vom Parkett gezogen wirst und plötzlich im Bett liegst, erschöpft oder nicht fähig, an deinem Leben teilzunehmen, die Frage, wie lange wird das andauern? Warum passiert das so oft vielleicht, wenn du unter chronischer Müdigkeit erleidest oder wenn du oft Migränen hast? Also wie lange wird das weitergehen? Oder vielleicht fragst du dich, stimmt was mit mir nicht? Warum scheinen alle anderen so gesund und ich habe diese Probleme? Und wir sitzen häufig bei gesundheitlichen Themen, die im Körper verankert sind, völlig im Unbekannten und verzweifelt auch der Suche nach einer Lösung, um wieder gesund zu werden und am Leben teilzunehmen. Kennst du das auch? Also ich kenne das sehr gut. Ich habe schon einiges an körperlichen Herausforderungen in meinem Leben gehabt, auch in den letzten 2 Jahren ganz intensiv. Und was ich dabei bemerkt habe, ist, dass natürlich der Körper an und für sich eine wichtige Rolle spielt, aber das, was man auf jeden Fall nicht unterschätzen darf, ist der geistige Aspekt von unserer körperlichen Gesundheit. Und darüber möchte ich am kommenden Wochenende sprechen mit dir, mit euch, mit allen, die dabei sind. Hier ist das Ding. Ein ruhiger Geist öffnet Türen zu besseren Entscheidungen für unsere persönliche Gesundheit, zu positiven Emotionen, die fördern, dass unser Immunsystem gestärkt wird und dass wir besser mit Schmerzen umgehen können. Und wir, wenn wir in einem ruhigen Geist sind, haben Zugang zu einer tieferen inneren Weisheit, die uns Hinweise, Impulse, Antworten gibt auf unsere nächsten kleinen Schritte, die uns zurück in die Balance führen, zurück zu mehr Gesundheit. Und darüber möchte ich mit dir, mit euch sprechen. Hier ist das Ding. Wir werden eine Menge von Leuten sein, die in diese Richtung gemeinsam schauen, nicht nur zur Gesundheit, sondern zu verschiedensten Themen unter dem Dach der 3 Prinzipien von Sydney Banks. Einige Sprecher werden über Beziehungen sprechen, über Erziehung mit Kindern und Jugendlichen. Es sind Themen dabei, die haben mit Leadership und Business zu tun. Andere reden wiederum über innere Weisheit. Es gibt alle möglichen Themenbereiche für das ganze Leben eines Menschen. Und ich hoffe, dass du kommst, weil wir werden eintauchen gemeinsam in ein Space des Vertrauens, wo wir Erkenntnisse gewinnen können, Einblicke gewinnen können, die absolut lebensverändernd sein könnten. Schau mal unterhalb von diesem Video, da gibt es einen Link zu der Konferenz, wo du dich anmelden kannst und wo du mit mir und vielen 3P-Kollegen und Kolleginnen aus dem ganzen Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz eintauchen werden in dieses Thema. Ich freue mich auf dich, wenn du dabei bist, und nochmal checken für den Link zur Anmeldung. Tschüss!